Are you listening? Damn. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute muss ich dir leider die traurige Wahrheit mitteilen. Nur durch Bauchmuskeltraining wirst du kein Sixpack bekommen. Das geht einfach nicht, ja. Man hört immer wieder die Leute fragen, ja, wie kann ich denn hier am Bauch oder im Hüftbereich am besten Fett verbrennen, Fett loswerden? Gibt es da bestimmte Übungen dafür? Muss ich da 100.000 Crunches machen dafür? Und die Antwort ist leider nein, es geht leider nicht. Es gibt keine lokale Fettverbrennung. Das heißt, ich kann nicht einfach hier am Bizeps ein bisschen Fett verbrennen, sondern ich muss immer gesamt Körperfett verlieren, also gesamt abnehmen. Es gibt sogar eine Studie dazu, da hat man gemessen, um wie viel Prozent man mehr abnehmen könnte am Bauch, wenn man einfach mehr Crunches macht. Ich glaube, man hat anstatt 1% 1,02% abgenommen. Also wirklich verschwindend gering, also kann man eigentlich vernachlässigen. Also wie gesagt, das geht nicht. Das Einzige, was du kannst es sogar verschlimmbessern. Ja? Wenn du jetzt schon relativ übergewichtig bist, sage ich jetzt mal, oder unzufrieden bist mit deiner Körperstatur und dann deine 1000 Crunches am Tag machst, dann kommt es dazu, dass die Bauchmuskulatur hypertrophiert, das heißt, du baust Bauchmuskeln auf, aber, also die werden natürlich größer dann und die drücken dann gegen deine Bauchwand und dann schaut es einfach noch dicker aus. Ja? Das heißt, die einzige Möglichkeit, einen Sixpack zu erlangen, ist, dass du dein Körperfett reduzierst auf, bei Männern ist es um die 12-13%, da werden dann die Bauchmuskeln sichtbar. Bei Frauen ist es, glaube ich, bei 15-16% oder 17% sogar. Also das ist wirklich die einzige Möglichkeit, um einen Sixpack zu erlangen. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht anders geht. Schreib mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob du bisher daran geglaubt hast, dass durch viele Wiederholungen oder durch viele Übungen du ein Sixpack erlangen kannst. Schreib mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich nur noch, teil das Video. Schreis raus und jetzt ist aus. Ciao. Ah, verdammt, ich habe noch einen ganz wichtigen Tipp vergessen. Man kann natürlich schon einen Sixpack erlangen und ich glaube, die Übungen heißen Kreuzheben, Kniebeugen und Kochen. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I...